Ja, unsere Ruhestifter wollte ich jetzt gar nicht mitnehmen, das Outfit, aber jetzt haben wir es angeklickt, jetzt lassen wir es erstmal drin. Oh, hier sind Barren! Und wie viele Barren hier sind, also ganz oben sind so reichlich Barren. Wenn ihr Barren braucht, hier liegen Barren. Und zwar haufenweise. Warum auch immer die Dinger hier hingebracht haben. So, jetzt müssen wir nur noch wieder runterkommen. Ja, gut. Das wird jetzt ein längerer Abstieg, habe ich das dumme Gefühl. Zack. Und um die Kurven. Und noch tiefer. Dann können wir ja eigentlich gleich mal Richtung Ausgang vom Werkshof gehen hier. Ging das hier lang? Ah, hier ging das nicht. Doch, hier ging das lang. Ganz genau, hier geht das lang. Oh, die Trucks sind respawned. Ging das jetzt hier hoch, verdammt. Mitten im Sprung erlegt. Aber dich werden wir noch mal kurz ausnehmen. Hier mal gucken, was du dabei hast für uns. Medex. Gut, kann ich jetzt nicht allzu viel mit anfangen, aber... Können wir hier runter gucken? Ja, da kann man runter gucken, so ein bisschen. Ich traue mich da jetzt aber nicht wirklich näher ran. So, wo ist denn hier der verdammte Aufstieg gewesen? Ich finde den Weg nicht mehr. Hier ging es lang. Und Abstieg. Abstieg durch den Aufstieg. Mal trifft man wunderbar, mal trifft man gar nichts mehr hier. So. Klemmt die Reifel wieder hier. Haarklammern. Ich liebe Haarklammern. Das ist aber auch ein hohes Gebäude hier, muss ich sagen. Also, das ist ja der Oberhammer. Ja, wahrscheinlich riecht es nach Rohstahl. Da habe ich nämlich einiges dabei. So, Haarklammern haben wir auch. Noch eine mehr. Dann müssen wir jetzt hier weiter. Nee, da will ich jetzt nicht runterspringen. Kein Stück. Ja. Da hinten ging es weiter lang. Das ist aber auch ein wahrlich hohes Gebäude hier. Hätte ich nicht gedacht, dass er so weit hoch geht. Hier lag jetzt auch nichts mehr wirklich. Zumindest habe ich nichts gesehen. Kann ich ja mir hier die Abkürzung nehmen. Zack. Zack. Damit wir etwas schneller nach unten kommen. Zack. Hier müsste das doch jetzt irgendwo weitergegangen sein. Hier ging das wieder raus, genau. Hier geht er lang. Zack. Zack. Und dann sind wir wieder unten. Ich weiß nicht, ob hier... Also, wenn jemand weiß, ob diese Rohstahlbahnen wieder respawnen oder so, oder ob es da einen Mod für gibt, dass die Dinger wieder respawnen, sagt mir bitte Bescheid. Ich würde hier nämlich noch gerne das ein oder andere Mal hingehen zum Rohstahlbahn sammeln. Auch die Trucks sollten dann bitte wieder respawned sein. Wenn das mit dem Mod denn geht, falls das überhaupt der Mod vergibt. Damit wir hier ein bisschen Aufregung haben. Weil wir kommen ja doch ziemlich einfach durch die Gegend hier überall. Was hast du für mich? Rohstahlbahn, was hättest du gedacht? Sieht gut aus. Denke mal, du hast ja was verdient. Ja. Wenn du wieder rausgehst, sollten dir die hier gegen die Trucks helfen. Gucken wir mal. Stahlschlagring, okay. Hier hast du noch ein paar Bahnen. Material fürs Stahlwerk. Ja, das ist doch schön. Hast du was für mich? Wie wär's, wenn ich dir diesmal Stahl gebe? Stahl. Diese Rüstung war eine Sonderbestellung für einen der Kämpfer aus dem Loch. Kugelsicher. Aber geholfen hat sie ihm nicht, als er von der Brücke fiel. Metallmeisterrüstung. Sieht gut aus. Nein, das reicht nicht. Okay. Sehr schön.
Wie sieht denn diese Rüstung aus, die er uns da gerade gegeben hat? Waffen los plus 10. Energiewaffen auch plus 10. Die können wir ja mal einmal anlegen. Um dann mal zu sehen, wie das aussieht. Mann, sieht die scheiße aus. Dann nehme ich doch lieber wieder diese hier. Gut, jetzt haben wir einiges an Waffen dazu bekommen. Auch an anderen Kram. Was hast du denn vor? Besser ist das. Wo bist du hin? Wo willst du hin? Kommst du wohl hierher? Bei Fußsklave. Da ist doch ein Kampf im Gange. Kritischer Angriff auf Pitsklave. So. Das ist die automatische Axt. Dann war der Menschenöffner wirklich das, was uns noch gefehlt hat. Jetzt sind wir überlastet und können nicht mehr weiterlaufen. Was lassen wir hier? Ich würde sagen, wir lassen den die eine automatische Axt würde ich ganz gerne hier lassen. So. Die können wir nämlich noch öfters finden. Ja, sehr schön. Soll heißen, wir können jetzt hier wieder raus. Da kommt der nächste Pitsklave, die eins auf die Omme möchte. Hier ist unser Kampfloch. Ist das nicht schön? Und hier wird Materialfach gemerkt. Können wir da was reinschmeißen? Haben wir irgendwas an sonstigem dabei, was wir loswerden können? Ach, die Nuka-Cola Quantums. Nein. Ja, ansonsten würde ich ja fast sagen, dass hier nichts ist, was wir da reinschmeißen können. Das ist nämlich die Presse, womit wir dann Altmetall herkriegen, meine ich. Aber nichtsdestotrotz geht es jetzt erstmal wieder raus und dann geht es nach Hause. Um die Waffen abzulegen, die wir hier gerade bekommen haben. Dann haben wir das nämlich auch schon mal ein bisschen erledigt. Na, wird es denn was werden? So, was ist das eigentlich hier? Okay. Egal. Weltkarte. Wir müssen zum Güterbahnhof. Und dann nach Hause. Und wir drehen uns um. Und hier ist die Tresine nach Hause. Sehr schön. Da sind wir schon wieder. So, jetzt müssen wir nur ans andere Ende der Welt. Mit etwas Glück ist jetzt der Angriff gerade auf unser Häuschen. Hallo, hier drüben! Schau an! Ja, da kommen sie. Ach, Talon Company, auch das noch. Da schießen wir jetzt. Ah, die haben schon den ersten Geschützturm schon zerlegt. Ich werde mal zusehen, dass ich da hochkomme. Dann haben wir nämlich noch einen kleinen Überblick hier. Da ging eins der Autos hoch. Bei uns vor der Haustür. Und dann haben wir ihn auch erlegt. Und das scheint es auch schon gewesen zu sein. Oh, mal gucken, was die Jungs uns hier für Loot dagelassen haben. Hallo. Oh, ihn hat's erlegt. Das ist aber schade. Sturmgewehr nehmen wir auch mit. So, jetzt sind wir zwar überladen, das interessiert uns aber momentan nicht, weil wir so richtig schön direkt vor der Haustür den ganzen Kram reingekriegt haben hier. Wir packen mal alles ein, was geht. Dann muss ich zwar gleich umso mehr quatschen, bis wir hier gleich unten drin sind, aber das kann ja nicht ewig dauern.
372. Wir packen alles ein, was geht. Wir sind gierig. Noch mehr chinesische Sturmgewehre. Jetzt brauchen wir zwar keine mehr, aber... Oh, da müssen wir gleich auch nochmal nachgucken. Das packen wir auch alles ein. Und das packen wir auch alles ein. Ich schreibe mir das gerade mal auf, dass wir noch ins Lock and Load wollen. Mal gucken, wie sich das da verändert hat. Ja, und wie gesagt, jetzt muss ich erstmal labern, 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 damit wir hier irgendwie, naja, die Zeit durchkriegen, bis wir hier in unserem Unterschlupf sind. Das sah eben auf den ersten Blick so ein bisschen aus der Entfernung wie, ich weiß nicht, das Transformers-Zeichen. Obwohl es eigentlich eher aussieht auch noch wie, ich weiß nicht, Warhammer, die Orks, Warhammer 40k. So ein stilisierter Orkschädel sah das eben auch so ein bisschen aus auf den ersten Blick. Aber das ist ja, das ist ja das Logo von GNR. Ja, jetzt müssen wir immer noch weiterlaufen. Jetzt sind wir auch schon fast im Unterschlupf. Und dann müssen wir nur noch unten komplett durch, bis wir dann drin sind. Hinten in unserer Waffenkammer. So in 3,5 Jahren. Verstrahlt sind wir auch noch leicht, das können wir auch gleich loswerden. Radiation detected. Please wait. Ich warte. Ja. Das sind geheime Informationen. Sie können nicht einfach. So. Da ist die Radiation wieder weg. Sehr schön. Nicht wahr, Miss Chase? Außerdem ruft die Pflicht. Und wir können richtig schön. Diese Mutanten können nicht mehr weit entfernt sein. Was wir hier an Sachen mit uns rumschleppen alles, das ist der Oberhammer ist das. Dieser große Fels. Und jetzt das geheime Klopfzeichen. So, und dann hier die Tür auf. Ich krieg die Tür kaum auf. So. Jetzt sind wir hier auch schon am Abkipppunkt. Ich versichere Ihnen, dieser Ort ist streng geheim. Was machen Sie da, Boss? Das hier ist Rokopolis, einer der sichersten Orte. So, Small Guns. Sehr schön. Energy Weapons haben wir keine. Heavy Guns können auch weg. Und die Unarmed Weapons können jetzt auch noch hier wieder weg. Ich dachte, wir wären Freunde. Und jetzt halten Sie mir so, und jetzt müsste ich hier eigentlich irgendwo der... Ganz und gar nicht. Ja, da fehlt doch immer noch was. Rüstung. Wir können mal einsortieren. Den Medium- und Light-Krams hier. Wir können Metallmeisterrüstung kann da rein. Die Unruhestifter Telem-Kampfausrüstung können hier auch noch rein. Das Sklaven-Outfit packe ich da auch rein. Den Filtrierhelm, das Kopftuch und die Schildpartbrille. Ach, was mache ich denn hier? Das soll doch mit. Der Filtrierhelm soll hier weg und ich will die Schildpartbrille noch haben. Und dann werden wir uns jetzt mal einkleiden ein wenig wieder. Kopftuch und die Brille bitte. Das sieht doch jetzt mal richtig nach Arbeit aus. So, sehr schön. Waffen. Dann können wir ja hier die Marksmans wieder ausrüsten. Und die Explosives würde ich ganz gerne noch wieder loswerden. So. Dann haben wir das auch. Dann würde ich jetzt als nächstes ganz gerne mal ins Lock and Load. Um mal zu gucken, was der da jetzt an... Oh, vorhin müssen wir auch noch beim Moira vorbei. Und hoch nach Rivet City. Jetzt müssen wir einmal kurz zu Moira... Megaton, da ist es. Um mal zu gucken, wie viel der Rocketwerfer kostet. Das würde mich jetzt nämlich auch nochmal interessieren.